Ich mag P5. P5 ist eine sehr schöne Library, mit der man wunderbar schöne grafische Sachen machen kann. Das Problem an P5 ist, es ist pixelbasiert. Da gibt es aber Lösungen für. Und man kann mit P5 tolle Sachen machen. Das hier habe ich das letzte Mal gezeigt oder das vorletzte Mal, ich weiß es nicht mehr. Aber man kann wunderbare grafische Sachen damit machen. Aber wenn ich das Ding hier jetzt raus exportiere, dann habe ich ein PNG. So ein Single-Frame-PNG daraus. Und das ist unpraktisch, denn für viele Sachen möchte man lieber ein SVG haben, gerade wenn das so eine relativ simple Sache ist. Man kann in P5 Libraries einbinden, die sind nicht offiziell von P5, sondern von Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Damit kann man dann aber, das ist nicht besonders performant und man kann damit manchmal schlecht weiterarbeiten und man möchte vielleicht direkt ein SVG haben. Da gibt es Lösungen für, und zwar man benutzt einfach was ganz anderes. Zum Beispiel Paper.js. Paper.js ist ziemlich spannend, damit kann man sehr viele lustige Dinge machen und es ist direkt vektorbasiert. Das Ganze hier sind jetzt Vektoren, wenn ich das hier exportiere, kriege ich direkt ein SVG. Damit kann ich wunderbar weiterarbeiten, das kann ich zum Beispiel in einen Plotter reintun und dann kann der mir das mit einem Stift tatsächlich auf Papier malen. Was macht SVG spannend? Es gibt in vielen Programmen wie Inkscape, Illustrator oder anderen vektorbasierten Programmen bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel das Abziehen und Addieren von bestimmten Formen. Das nennt Paper.js Boolean Studies. Und das basiert effektiv darauf, dass man bestimmte Objekte zueinander addieren oder voneinander abziehen kann. Das sieht man hier ganz gut. Und Paper.js bietet das gleich. Also kann man damit spannende Sachen machen. Und ich habe mal was vorbereitet, was ich damit mal umgesetzt habe und was man danach direkt in einen Stiftplotter reintun könnte. Wie funktioniert Paper.js? Paper.js ist erstmal ein Canvas-basiertes Programm. Das heißt, man baut sich erstmal so ein HTML5-Canvas auf und danach kann man dem sagen, wie groß der sein soll. Das hier sind jetzt die Größen für ein DIN A3-Blatt. Und dann kann man dem Ganzen ein Paper.js-Skript geben. Und man sieht hier schon, das hat was mit Mondphasen zu tun. Ich habe das hier mal vorbereitet und wenn ich das hier mal auskommentiere, meinen ersten Teil, dann kann ich hier direkt mal zeigen, worum es gehen soll. Ja, einkommentieren. Dann sieht man hier jetzt diesen Mond, beziehungsweise diesen Kreis. Der besteht jetzt gerade aus drei verschiedenen Objekten, und zwar einmal dem kompletten Kreis hier außenrum, dann diesem blau-rot umrandeten Bogenobjekt und einem endgültigen Mond hier an der Stelle. Und wenn ich mal die Formen wieder entferne, die ich nicht haben möchte, dann sehe ich hier nur noch den Mondteil, den ich haben möchte. Was habe ich mir gebaut? Ich habe ein kleines Programm geschrieben, das mir erlauben soll, für jeden Tag die jeweilige Mondphase darzustellen. Das ist in diesem Fall jetzt dieser Mond und da kann ich jetzt mal ein wenig andere Kommentarblöcke dazu nehmen. Weil dieses MacBook doof ist, kann es nicht diese Kommentare in sich direkt. Oder ich bin einfach selbst zu blöd dafür. Aber dann könnte man das zum Beispiel auch animieren und könnte dann das direkt als SVG hier rausbekommen und die jeweilige Mondphase bekommen. Wie funktioniert das? Ich kann das mal zeigen, wie das funktioniert, wenn ich den Mond mit seinem jeweiligen Tag darstelle. Jetzt habe ich es doppelt gemacht, das war dumm. Dann sieht man hier oben noch den jeweiligen Tag. Das gestartet jetzt Anfang 2024 und man sieht hier den Mond in seinen jeweiligen Phasen an dem jeweiligen Tag. Jeweils um 1:33 Uhr, mitten in der Nacht. Das sollte so ein bisschen praktisch sein für Leute, die vielleicht in der Nacht mal Sterne fotografieren wollen oder so, dass sie wissen, in der Nacht ist der Mond gerade nicht krass am Himmel und kann dann dementsprechend ignoriert bzw. nicht ignoriert werden. Wie funktioniert das? Der Mond hat sogenannte synodische Perioden. Das ist ganz spannend, denn die synodische Periode ist nicht einfach ein Monat, sondern es sind, Moment, 29,35 Tage. Die synodische Periode ist eigentlich für Planeten gedacht und berechnet, wie lange es dauert, bis bestimmte Konstellationen von Planeten wieder so aussehen wie vorher. Und ich zeige jetzt noch mal ganz schnell, weil die Zeit schon vorbei ist,
was das Endergebnis ist. Und zwar ein Mondkalender. Genau, und dann kommt hier am Ende ein DIN A3-Blatt raus, wo für jeden Tag die jeweilige Mondphase dargestellt wird, direkt als SVG. Und das Ganze kann man dann in einen Plotter geben, der malt es einem dann auf ein Blatt Papier und man kann es sich aufhängen. Das war's schon.